Empfindungslosigkeit anderer. Der Vorwurf der Empfindungslosigkeit oder die Einschätzung eines anderen als empfindungslos ist meistens unangemessen und unangebracht. Denn das Kennzeichen des Lebendigen ist, Empfindungen zu haben. Ein Stück Metall hat vielleicht keine Empfindungen, aber jede Pflanze empfindet etwas. Es ist noch nicht gesichert, ob Pflanzen ein Bewusstsein haben. Die meisten Biologen würden sagen, nein. Aber wer weiß das schon? Aber sie reagieren auf etwas, sie nehmen etwas wahr und reagieren, und das ist eine Empfindung. Tiere haben Empfindungen, die auch mit Gefühlen verbunden sind. Und so hat jeder Mensch Empfindungen. Nur manchmal sind diese Empfindungen stärker mit Emotionen verknüpft und manchmal weniger. Und manchmal tragen Menschen diese Emotionen mehr nach außen und manchmal weniger. Jemandem Empfindungslosigkeit vorzuwerfen, trifft selten, was in diesem Moment tatsächlich anliegt. Eventuell hat der Mensch vorübergehend sein Mitgefühl ausgeschaltet. Eventuell hat er vorübergehend den Zugang zu seiner Emotion ausgeschaltet. Eventuell ist das eine Bewältigungsstrategie, die notwendig ist. Wenn jemand eine Aufgabe bekommen hat, die sehr schwierig ist und wo er anderen Menschen wehtun muss, dann muss er bis zum gewissen Grad sein Mitgefühl ausschalten. Wenn jemand eine schlimme Erfahrung gemacht hat oder wenn er einen schweren Verlust gemacht hat, aber es gibt Dinge zu tun, dann muss er vorübergehend seine Empfindungen ausschalten. Das geschieht natürlich nicht willkürlich, das geschieht meistens unwillkürlich. Und manchmal geschieht es auch fehlerhaft. In vielen Fällen ist es eben nicht angemessen, sein Mitgefühl auszuschalten, nur weil man meint, man müsse etwas tun. In vielen Fällen wäre das Mitgefühl wichtiger, um das, was man tut, vielleicht mitfühlender zu machen oder vielleicht die Vorgehensweise zu ändern. Trotzdem, der Mensch ist nicht empfindungslos, er kann nur bestimmte Empfindungen in bestimmten Kontexten vorübergehend in den Hintergrund drängen oder ins Unterbewusstsein verschieben oder unterdrücken.